in der Gesellschaft herrscht schon so das Bild, ein richtiger Mann, der isst ein Stück Fleisch. Oder? Ich kann gerne den Pullover abziehen. Ich glaube, ich bin schon ein richtiger Mann, schlussendlich. Ich finde, das Einsetzen für die Schwächeren und stark machen für die Schwächeren, das macht ein richtiger Mann. Ein richtiger Mann steht ein für die Schwachen und bietet sie nicht aus. Und eigentlich ist ja von dem her der Veganer der richtige Mann, der sich eben stark macht. Daniel Pfisters Weste ist aus Kunstleder. Er und seine Frau Corinna leben seit 5 Jahren vegan. Das heißt, ohne tierische Produkte. Nutztier ist ein Unwort für sie. Warum essen sie kein Fleisch? Das sind Tiere, das sind Lebewesen. Und wir möchten nicht für den Tod eines Lebewesens verantwortlich sein. Aber der Mensch hat ja schon immer Tiere gegessen. Wieso soll er das nicht? Die Menschen haben schon immer Sklaven gehalten. Wieso sollte, das macht man heute auch nicht mehr? Also ich sehe nicht ein, warum man, wenn etwas immer gemacht worden ist, warum das gut sein sollte. Vegan. Schätzungsweise 0,5 bis 1% der Schweizer Bevölkerung lebt vegan. Veganer verzichten aus ethischen, ökologischen und gesundheitlichen Gründen auf alle tierischen Produkte. Um sie herum hat sich in den letzten Jahren eine neue vegane Konsumwelt entwickelt. Als Veganerin isst Corinna Pfister selbstverständlich kein Fleisch. Auch Milch und Milchprodukte sowie sämtliche Lebensmittel, die Milchpulver, Butter, Rahm, Käse oder Milchschokolade enthalten, bleiben im Regal. Eier sind tabu, genau wie alle Lebensmittel, die Eier oder Eipulver enthalten. Ist es nicht schaurig kompliziert, so zu leben und so einzukaufen? Nein, gar nicht. Am Anfang ist es umgewöhnen, aber das muss man sich vorstellen, wie wenn man eine Allergie hat auf irgendein Lebensmittel, muss man am Anfang ja auch irgendwie umstellen. Und dann muss man halt am Anfang ein bisschen Aufwand betreiben, um zu wissen, was darf ich nicht. Diabetiker zum Beispiel muss auch schauen, was darf ich nicht. Und irgendwann geht es so in Fleisch und Blut über, dass das täglich alltags ist. Ich gehe einkaufen und greife ins Regal wie jeden anderen auch. Vor 5 Jahren, nach einer kurzen vegetarischen Episode, haben sich Daniel Pfister und seine Frau Corinna entschieden, fortan vegan zu leben. Corinna Pfister arbeitet als kaufmännische Angestellte bei einer Versicherung. Ihr Mann Daniel ist gelernter Sanitärinstallateur. Was gibt das jetzt? Das gibt eigentlich den Ersatz für die Mayonnaise in der Salatsauce. Das mache ich mit Mandelmus und mit Senf, also Zitronensaft. Da will mir keine Mayonnaise essen. Und trotzdem, wenn ihr so etwas eine französische Sauce möchtet haben. Und das hier, was knuspert da? Das gibt, das ist Räuchertofu. Das gibt noch so eine Art Geschmack, ein bisschen ähnlich wie ein Speckwürfel. Was machst du mit dem Teller? Der wird nicht vorgeschossen. Jawohl, einfach nur auf den Tisch schauen. Heute stehen bei Pfisters Linsen mit Gemüse und Kartoffeln mit einem sogenannten Hefeschmelz auf dem Menüplan. Hochdosierte pflanzliche Proteine. Der Mensch ist ja an sich aber nicht vegan konzipiert. Der Mensch ist ein Allesesser. Ja, aber er kann vegan essen. Und er kann ja, die Möglichkeit besteht ja, dass wir uns. Eben, es ist ja ein Allesesser, es ist ja kein reiner Fleischesser. Und in der heutigen Zeit ist ja eher das Problem, dass wir viel zu viel Fleisch essen. Ab und zu mal Fleisch, wie es einmal war, sag jetzt mal, war vielleicht weniger ein grosses Problem. Es wäre auch aus ökologischen Gründen vermutlich ein weniger grosses Problem, wie auch aus gesundheitlichen Gründen. Nur die Zeiten sind vorbei. Heutzutage können wir unseren Kalorienbedarf locker decken mit pflanzlichen Nahrungsmitteln. Also ist das ganze Elend, das hinter der Fleischproduktion steht, nicht nötig. Wir können uns gerade so gut vegan, gesund ernähren.
Ist es wirklich gesund, sich so zu ernähren? Es ist problemlos gesund möglich. Man kann natürlich vegan auch Chips essen und Bier trinken. Das ist auch vegan, aber sicher keine gesunde Ernährung. Aber es ist problemlos gesund möglich, ja. Auch Tochter Melinda wird vegan ernährt. Dies entgegen der Empfehlung der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie und des Bundesamtes für Gesundheit. Das lebensnotwendige Vitamin B12, das ausschließlich in Fleisch, Eiern und Milchprodukten vorkommt, erhält Melinda in Sprayform. Genau wie zusätzliches Vitamin D. Das bekommen auch alle nicht vegan ernährten Babys. Ich finde es okay, wenn man eine einschränkende Ernährung nicht per se empfiehlt. Oder wenn man sie empfiehlt, dann halt einfach sagt, wenn man schaut. Ja, schlussendlich bin ich überzeugt davon, dass manches Kind von manchem Fleischesser nicht so wirklich auch exakt das bekommt, was sollte, wie jetzt bei uns, wo wir einfach noch mal wissen, wir müssen ein bisschen mehr schauen. Weil wir halt einfach auch im Fokus stehen mit unserer veganen Ernährung. Also vielleicht schaut auch unsere Ärztin noch ein bisschen mehr bei unserem Kind. Und wir lassen es aber auch explizit mehr testen, als nötig wäre, weil wir eben sicher sein wollen. Und, aber eben, ich denke, wenn alle Eltern so schauen würden, ja. Gäbe es vermutlich ein paar gesunde Kinder mehr. Man gibt dem Kind immer das auf den Weg, wo einem selber am Herzen liegt. Und von dem her tun wir dem Kind nicht mehr auferzwingen als andere Eltern. Also von dem her machen wir da nichts anderes. Aber eben, sie tun dem tierischen Produkt quasi vorenthalten. Ja, das Rauchen auch und Alkohol auch. Die wir auch vorenthalten. Ja. Wie das andere Eltern auch machen. Also wir finden jetzt einfach, Fleisch finden wir eine schlechte Sache. Fleisch essen finden wir keine gute Sache. Wir finden auch Rauchen keine gute Sache. Und wir finden auch zu viel Alkohol keine gute Sache. Und das alles tun wir unserem Kind vorenthalten. Wir haben Eltern. Also, wir dürfen nicht mal rauchen wie uns. Das schon. Also, gehst du zum Papi, Schatz? Und warum es ihnen nicht ausreicht, vegetarisch zu leben, zeigen Daniel und Corinna Pfister anhand eines Videos zur Eierproduktion. 2,5 Millionen Eintagesküken fallen pro Jahr allein in der Schweiz an. Unabhängig davon, ob es sich um Bio- oder um konventionell produzierte Eier handelt. Für die Männchen gibt es keine Verwendung. Sie legen keine Eier und lassen sich nicht zum Poulet mästen, weil die Rasse nur fürs Eierlegen gezüchtet ist. Ihre Stunden sind gezählt. Kurz nach dem Schlüpfen werden die Männchen weggeschafft, in die Gaskammer. Das Kohlendioxid strömt ein. Die Tiere ersticken. Das ist ignorant. Ja. Sie kann von der veganen Welle leben. Lauren Wildbolz. Vegane Köchin, Künstlerin, Kochbuchautorin, ehemaliges Model und Bloggerin. Im Jahre 2010 eröffnete sie das erste vegane Restaurant in Zürich. Heute bekocht sie die Stadt mit ihrem veganen Catering. Der Wendepunkt war vor ca. 7 Jahren. Ich praktiziere sehr viel Ashtanga-Yoga. Und nach dem Yoga habe ich so einen riesen Milchhumpen getrunken. Also so einen Milchkaffee. Und der hat Teile meiner Energie wirklich im Boden runtergehauen. Und ich dachte, boah, was ist jetzt schon wieder los? Und ich war aber wirklich süchtig nach dem Milchkaffee am Morgen. Und habe dann einfach anstatt Milch mal Hafermilch, mal Reismilch ausprobiert, was extrem lecker ist. Und habe gesagt, okay, ich mache jetzt ein Experiment. Ich lebe jetzt 3 Monate vegan. Nachdem ich gemerkt habe, wie meine Haut reiner wird, wie ich wirklich fitter wird, meine Lebensfreude ist wirklich so gestiegen. Und seitdem bin ich Veganerin. Mittlerweile lebt Lauren Wildbolz komplett ohne tierische Produkte. Mit dem Kupferwolle-Bast-Image, das Veganern ihrer Meinung nach anhaftet, will sie aufräumen. Deshalb lässt sie sich für diese Dreharbeiten schminken. Vegan natürlich. Zum Beispiel bei Lippenstift hat es oft tierische Fett drin, wie zum Beispiel Walfischfett.
oder Lanolin, also der Wollwachs der Schafe. Dann können aber auch Farbpigmente tierisch sein, wie Karmin. Es kann bei sehr günstigen Kosmetika, also gerade bei Gesichtscreme zum Beispiel oder Bodylotion, kann sogar wirklich Schlachtabfall drin haben. Also nicht nur bei günstigen, es gibt auch Edelmarken, die zum Strecken mit so Inhaltsstoffen arbeiten. Da gibt es also wirklich Diverses. Bienenwachs, Milch und Honig in der Gesichtsmaske. Völlig inakzeptabel für die konsequente Veganerin. Total extrem, denkt da der Allesesser. Ich finde dann einfach immer, vielleicht ist der Metzger einiges mehr extrem, was der täglich machen muss oder macht, als ich, der mich jetzt da mit frischen wilden Kräutchen befasse und die für Leute zusammen mixen oder eben etwas Gutes damit kochen. Aber ich glaube, nur mit einer klare Haltung und mit einer Stärke kann man heutzutage etwas bewirken und kann man auch durchs Leben gehen. Die vegane Lebensweise ist in der Gesellschaft angekommen. Davon ist Lauren Wildbolz überzeugt. Ihre Kochkurse jedenfalls sind regelmäßig ausgebucht. Avocados, die sind jetzt von Peru um die halbe Welt geflogen. Das ist auch nicht sehr nachhaltig. Ja, also wenn man es natürlich vergleicht vom 90%igen Weltsoja-Ernte, wo in die Viehmästung geht, ist natürlich dann eigentlich ein Stück Fleisch, auch wenn es in der Schweiz geschlachtet worden ist, auch natürlich nicht von der Ökobilanz nachhaltiger. Aber ich schaue schon sehr, dass ich regional und saisonal koche. Jetzt für Kochkurs gewisse Sachen, jetzt die Avocado ist für ein bisschen Sushi, ich kaufe immer zwei, weil meistens eine irgendwie schlecht ist. Und wir brauchen ein Avocado für ein Sushi für 13 Leute. Also ich bin dort eigentlich sonst von der Einkaufsliste her. Tropische Früchte benutze ich höchstens mal im Sommer. Im Ayurveda sagt man, die haben eine kühlende Wirkung auf den Körper. Warum also tropische Früchte im Winter benutzen? Also es macht schon Sinn, regional und saisonal auch zu essen, weil es einfach auch gesünder ist. Die vegane Küche, eine Geschmacksexplosion, sagt Lauren Wildbolz. Ihre Zutaten sind Frischprodukte und Elemente aus der asiatischen Küche. Convenience und Fertigprodukte so wenig wie möglich. Für meine Küche, eben eher eine vollwertige, vielfältige vegane Küche, brauche ich so Alternativprodukte immer selten. Jetzt, heute im Sushi haben wir ein bisschen Seitan und Räuchertofu drin. Ja, ich finde, es ist zur Ergänzung gut, aber sicher nicht täglich. Das finde ich halt erst toll an der veganen Ernährung, wenn man jetzt nicht eben so mega viel Nachahmungsprodukte isst, dass man eben viel weniger von dem ganzen Convenience Food isst, weil dort überall eben Eipulver und irgendwelches Milchpulver drin ist. Und also auch wenn man dort hinten mal liest, was da alles drin ist, dann will man sowieso auch die Sachen, die noch halt vegan und chemisch wären, eigentlich seinem Körper nicht zuführen, wenn man auf eine wirklich gesunde Ernährung achtet. Von dem her ist das eigentlich für mich auch ein Mehrwert, dass ich eben eher einfach gesund und frisch esse und nicht das ganze verpackte Zeug. Dann ziehen das wieder ein bisschen auf und rollen weiter. Das Sushi. Die Clubschule der Migros bietet schweizweit seit 2 Jahren vegane Kochkurse an und hat das Angebot in den letzten Monaten aufgrund der großen Nachfrage stark erweitert. Das ist jetzt der Cashew-Kernkäse, wo man kann in die Tranchen schneiden. Also man kann sicher nicht vergleichen mit Käse. Aber durch eigentlich Miso und die Theka, die noch drin ist, kriegt er schon sehr so einen rezenten Geschmack. Einmal im Jahr wird Winterthur zum Mekka der veganen Szene. Dann herrscht hier Vegan Mania. Also angefangen jetzt mit gesundheitlicher Überlegung, aber dann war der ethische Grund eigentlich massgebend.
Was ist es für ein Lebensgefühl, wenn man vegan lebt? Ja, einfach für mich stimmt es. Man hat das Gefühl, man tut der Umwelt etwas, man tut sich selber etwas Gutes. Es ist gut für Tiere. Also Tiere profitieren letztendlich auch davon. Von dem her kann ich es nur empfehlen. Also wir geniessen es. Veganer und Veganerinnen tragen keine Wolle, keine Seide, keine Daunen und kein Leder. Und dann würde ich noch so ein T-Shirt nehmen. Aber wenn ihr jetzt schon passt, würdet ihr sie gleich mitnehmen? Ich denke einfach, es ist für mich der nächste konsequente Schritt. Ich esse vegan, lebe tue ich noch nicht hundertprozentig vegan. Also es gibt natürlich viele Ledersachen, die man halt einfach zu Hause noch hat. Aber es ist für mich irgendwo der nächste konsequente Schritt. Und ich finde es cool, ich finde es schön. Ich brauche sowieso gerade ein paar Schuhe für die Übergangszeit. Also ja, passt das eigentlich gerade. Sogar Baumwoll-T-Shirts können vegan sein. Es sind ja auch Menschen damit verbunden, die ja auch Tiere sind, ja, also Säugetiere, eben, dass die halt eben auch gerecht bezahlt und behandelt werden, also was das Thema angeht. Und was die Botschaft angeht, weil wenn Sie die T-Shirts so gesehen haben, die haben schon auch ein bisschen einen Spaßcharakter. Und veganes Leben soll auch Spaß machen und nicht nur schimpfen und Zeigefinger zeigen, sondern einfach auch Freude bereiten. Die beiden veganen Organisationen, die Vegane Gesellschaft Schweiz und Swissveg, erhalten Zulauf vornehmlich aus der jüngeren Generation. Die vegane Lebensweise ist vor allem bei jungen, gut ausgebildeten Frauen im Trend. Wieso sollte man keine Milch trinken? So ein Problem ist mit dem Milchkonsum. Die Milch ist eigentlich für mich selber gedacht, nicht für Menschen. Käsealternative von Vegusto. Neben pflanzlichem Käse werden an der Vegan Mania auch Fleisch- und Wurstalternativen angeboten. Warum bloß? Wo man doch so vehement gegen Fleischkonsum ist. Irgendwann mal entscheidet man sich, etwas Sinnvolles zu machen, wie zum Beispiel vegan zu werden. Aber die Kindheit hat man genau gleich mit Fischstäbchen verbracht oder mit Chicken Nuggets. Und diese Art von Produkt ermöglichen das nach wie vor ohne Tierleid. Jetzt immer essen. Hast du zu dir noch wegen dir? Melinda, die Tochter von Daniel und Corinna Pfister, besucht eine Krippe, in der man auf ihre vegane Ernährungsweise Rücksicht nimmt. Melinda ist gemeinsam mit den anderen Kindern. Wenn es Fleisch, Eier oder Geburtstagskuchen mit Butter und Eiern gibt, bekommt Melinda eine vegane Alternative, welche die Eltern in der Krippe deponiert haben. Gut, gell? Schönen Tag gehabt. Hat sie gut gemacht? Ja. Hat gut gegessen. Reis mit ihrem Kakteen. Ja. Und Gemüseplätzchen. Also. Ist noch mit einem Tina. Also gut. Ja. Und ihre anderthalb Stunden noch geschlafen am Mittag. Also einerseits ist es natürlich eine Prinzipsache. Wenn wir ernähren uns vegan, wir möchten unser Kind vegan ernähren. Und dann spielt es keine Rolle, wo das Kind ist. Dann wird das vegan ernährt. Und das andere ist auch, vermutlich würde sie gar kein Milchprodukt vertragen, weil sie sich gar nie daran gewöhnt hat. Der Mensch an und für sich wird ja, wenn er abgestillt ist, an die Milchprodukte gewöhnt. Und dann verträgt der Körper das, weil er halt einfach muss. Und wenn der Körper das nicht gewohnt ist, kann sein, dass der ganz übel darauf reagiert. Sie hat auch jetzt sicher schon das eine oder das andere ins Maul gesteckt, das nicht vegan ist. Da geht keine Welt unter den Wegen. Und wenn sie es gerne hat, mit dem müssen wir einfach leben. Aber es würde Ihnen wahrscheinlich schwerfallen, mit dem zu leben. Ja, es würde mich ein bisschen wurmen. Also, wenn sie irgendwann erwachsen wird und sagt, Mami, ich will von jetzt an Fleisch essen, würde mich das ein bisschen wurmen. Aber das ist ihr Entscheid. Denn das können wir auch nicht machen. Ich habe mich auch für einen anderen Weg entschieden. Meine Eltern respektieren das. Die vegane Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern birgt einige Gefahren. Jetzt bleibst du bei mir. Jetzt gehen wir dann heim. Geil. Lebensbedrohlich kann es für ein Kind werden, wenn eine Veganerin schon in der Schwangerschaft einen Mangel an Vitamin B12 hat. Corinna Pfister informierte sich deshalb ausführlich über die Risiken und führte sich stets ausreichend Vitamin B12 zu. Nicht alle vegan lebenden Eltern handeln so umsichtig. Am Ostschweizer Kinderspital in St. Gallen wurden in den letzten Jahren 9 vegan ernährte Kinder behandelt, denen kein zusätzliches Vitamin B12 verabreicht wurde. Ungenügende Gewichtszunahme, motorische Defizite und diverse Mangelerscheinungen waren die Symptome. Es braucht für eine Kleinkindernährung mit ausschließlich veganer Kost braucht es ein Netzwerk
von Ernährungsberatern, Kinderärzten, die darum wissen, die Bescheid wissen, was es braucht und ein so gutes Vertrauensverhältnis auch zu den Familien haben, dass man das gemeinsam durchzieht. Ich denke, wenn man das macht, dann geht es gut. Ich würde davor warnen, es zu dogmatisch im Kindesalter zu sehen. Guckst du mal hier, da ist ein kleiner Spiegel. Kannst du den sehen? Die Vermittlung eines gesunden Lebensstils sollte meines Erachtens positiv besetzt sein. Ich weiß, was gut für mich ist und nicht so sehr, das andere ist böse. Zum Beispiel, wenn Sie erleben, dass Ihre guten Freunde ganz normal abends ein Stück Fleisch essen und Sie haben im Hinterkopf, Mami hat gesagt, das Fleisch ist böse oder das Fleisch ist schlecht und der beste Freund macht das, da ist ein Widerspruch, dass das Kind eigentlich nicht wirklich verstehen kann. Und dann kommen Sie zurück zu Ihren Eltern und erfahren, ja, dieser Lebensstil ist schlecht für dich. Und das ist etwas, was so nicht erwiesen ist. Sondern schlecht ist nicht ein gelegentliches Stück Fleisch oder Fisch oder Pulle, das ist überhaupt nicht schlecht. Schlecht ist die Art und Weise, wie Fleisch produziert wird. Schlecht ist die Menge an Fleisch, die wir zu uns nehmen. Aber nicht grundsätzlich das Fleisch an und für sich. Als ich mal zu einem Bauer kam, ist das gerade vorkam, dass vor dem Stall eine Kuh ein Kalb hatte. Und das Kalb haben sie gerade weggenommen und hinten in den Stall hineingetan. Und die Kuh, die hat so gern ihr Kalb abschlecken. Die hat so viel Schleim, wo aus dem Maul rauskam, wo jetzt einfach am Boden gelaufen ist. Und sie hat gemögt und gemut und gemacht. Und das war herzerweichend. Und ich habe den Bauer gefragt, muss das sein? Und der Bauer hat gesagt, ja, ihr wollt ja das, ihr wollt ja die Milch. Auch wenn Kühe heute ihre Kälber zum Teil ablecken dürfen, die Kuh und ihr Kalb werden in der Regel unmittelbar nach der Geburt getrennt. Nach dem Abkalben ginge die Milchproduktion einer Kuh natürlicherweise bald zurück. Um dies zu verhindern, wird eine Milchkuh 8 bis 12 Wochen nach einer Geburt wieder neu besamt. Alle 12 bis 14 Monate bringt sie so ein Kalb zur Welt. Mit 6 bis 7 Jahren wird eine Kuh meist nicht mehr trächtig und kommt ins Schlachthaus. Wie die männlichen Kälber, die mit etwa 5,5 Monaten schlachtreif sind. Wenn Sie einem jungen Kalb nachschauen, wie das um seine Mutter, um in der freien Wiese rumtollt und happy ist und sich ausdrückt mit dem ganzen Körper, wie schön das für uns ist, dann begreifen sie nachher den Unterschied, wenn sie das gleiche Wesen in einem Stall innen und in starken Lärmbelastungen innen und in Gestänke innen muss sein, wo überhaupt nicht zu seinem Wesen gehört. Und warum machen wir das? Weil wir meinen, wir müssen die so halten, damit wir uns ernähren von ihnen. Und das ist einfach eine völlig veraltete Ansicht. Das ist einfach total out. Walter Denzer ist ein Pionier der vegetarischen und veganen Bewegung. Ende der 70er Jahre schrieb der Ökonom eine Dissertation über biologischen Landbau. Diese wurde abgelehnt. Zu radikal waren seine Vorstellungen über eine tier- und umweltfreundliche Landwirtschaft. In seiner Firma Sojana, die sich heute im zürcherischen Schlieren befindet, stellte er vor 34 Jahren zum ersten Mal Tofu her. Walter Denzers Ziel heute ist das gleiche wie damals. Die Erschaffung einer rein pflanzlichen Lebensmittelwelt. Wenn Sie die ganze Zeit Milchprodukte essen und Sie probieren eine pflanzliche Milch, dann schmeckt das natürlich sehr stark pflanzlich und ist gewöhnungsbedürftig. Aber wenn Sie jetzt die ganze Zeit pflanzliche Lebensmittel essen und nachher einmal ein Milchprodukt ins Maul hinein. Ho, merci, das schmeckt nach Kuhstall. Über 100 Produkte aus biologischem Getreide und Biosoja aus Italien und Frankreich stellt Sojana her. Von Tofu über pflanzlichen Joghurt und Sauerrahm bis hin zum pflanzlichen Frischkäse. Ich bin überzeugt davon, dass der Mensch mit dem, dass er reifer wird und dass er sich entwickelt, bewusster wird. Und wenn er bewusster wird,
dann fragt er sich immer mehr, ja, was habe ich denn da vor mir? Woher kommt das? Was hat das erlebt in seiner Lebenszeit? Ist das gewachsen in der Natur? Ist das in einem Gewächshaus hineingewachsen? Oder man spürt vielleicht sogar noch, dass das Tier gelebt hat und dass es gelitten hat, dass es einen Schock bekommen hat, was getönt worden ist. Und dann, wenn man bewusster wird, fängt man das an, dem auszuweichen. Mit den ganzen Ersparnissen seines Vaters, eines einfachen Fabrikarbeiters, kaufte Walter Denzer 1981 seine erste Lieferung Soja. Heute hat die Sojana 40 Angestellte. Denzers Firma ist unabhängig von den Banken und finanziert sich zu 100% über Darlehen ihrer Kunden. Diese sind bereit, für einen Liter Getreidemilch zwischen 3 und knapp 4 Franken zu bezahlen. In der Milchindustrie und bei den Bauern sind ja riesige Beträge an Subventionen, die da fließen seit vielen, vielen Jahren. Und wir kommen keinen Rappen über vom Staat. Wirklich null. Und das heisst, alles, was Sie sehen in der Produktion, haben wir uns müssen verdienen oder mit Darlehen aufnehmen und mit Zins dafür zahlen. Walter Denzer und sein Team verschreiben sich einem spirituellen Weg zu einer Welt ohne Tierleid. Auch heute noch wird er dafür angefeindet. Seiner Firma hafte Sektenhaftes an. Eine Sekte ist etwas ganz anderes. Eine Sekte hat den Anspruch, der einzige Weg zu sein, der zur Seligkeit führt. Und das haben wir überhaupt nicht. Wir sind eine spirituell ausgerichtete Firma, wo auch eine Bedingung ist, dass jeder, der mitmacht, an sich schafft. Und das gibt natürlich ein sehr schönes, harmonisches Verhältnis untereinander. Und das sind die Gründe, wo ich jede Woche mindestens ein oder zwei Anmeldungen bekomme. Bewerbungen von Leuten, die in guter Stellung sind, in der Bank arbeiten, weiss ich wo, wirklich in einer guten Stellung. Und die sagen mir, die schreiben fast alle zusammen. Ich habe keine Freude mehr an meiner Arbeit. Ich möchte eine sinnvolle Arbeit machen. Können Sie mich irgendwie anstellen? Jahrestreffen der Motorradbrüder Long Riders. Hier nahm Daniel und Corinna Pfisters veganes Leben seinen Anfang. Gleich neben dem Grill schöpft Chris Kohlbrenner sein veganes Chili sin Carne mit Soja gehacktem. Er war es, der Daniel Pfister durch seine vegane Lebensweise zum Nach- und Umdenken brachte. Ich war schwer krank, kurz vorm Tod gestanden. Und die Erfahrung, dass das eigene Leben nicht mehr unter der eigenen Kontrolle ist, sondern einfach in den Händen von anderen Leuten liegt, wo man auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist, das war ganz, für mich sehr, sehr grenzwertige Erfahrung. Und irgendwann habe ich dann gedanklich Brücke gemacht zu den Schlachttieren, weil ja halt einfach wirklich von der künstlichen Besamung bis zur Schlachtung von Menschen dominiert werden. Und habe müssen sagen, eigentlich finde ich, also mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, ist für mich einfach nicht mehr aufgegangen. Bei Daniel Pfister fielen Chris Kohlbrenners Gedanken auf fruchtbaren Boden. Er wurde Veganer und steckte damit seinen Freund Peter Schick an. Wir sind zusammen in der Ferien und sie sind bereits Veganer. Ich bin noch überzeugter Fleischesser. Ich habe dann bei meinem Nachtessen mein letztes Rumpsteak gegessen. Und so obligat wie sonst immer in der Ferien, nach sehr viel Fleischgenuss, aber so Magenkrämpfe gekriegt, Verdauungsprobleme. Und er hat dann gefunden, also, probier doch mal während der Ferien das gleiche Essen wie mir. Schau mal, wie es dir dann geht. Und hat das so lieb gefragt. Und ich habe gefunden, das ist ein Deal.
Da habe ich die Reste der Ferien mit ihnen vegan gegessen. Und mir ist in der Ferien so verdauungs-magentechnisch noch nie so gut gegangen. Am Anfang, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass es lange anhält. Und dann nachher, der plötzlich auch noch aufgehört hat mit Ledersachen tragen und den Töff komplett davon aufbauen und alle Lederteile vom Töff gerissen hat. Da habe ich gedacht, oh, gut, okay, der meint es ernst. Ja, ja. Veganer provozieren allein durch ihre Anwesenheit. Sie hinterfragen bestehende Produktionssysteme und den Umgang mit unseren Nutztieren. Damit stellen sie die ganze Gesellschaft in Frage. Ich esse fürs Leben gerne Fleisch. Ich akzeptiere ab und zu andere. Die sollen das machen. Ich habe sogar einen Respekt vor denen, weil sie das konsequent durchziehen. Mir hat die vegane Sache aufgehört. Oder Pfisti hat es mir gesagt, im Aromat hat es Milchpulver drin. Das nehmen wir nicht. Dann hat es mir aufgehört. Das interessiert mich nicht, das Thema. Das ist mir das Perverse, also das Abstrakte. Fla! Wo ist der Fla? Und ein 12er Abschluss. Danke. Seit diesem Sommer ist vegane Ernährung ein Thema in der Politik. Ist jemand von euch in Basel-Stadt stimmberechtigt? Ja. Schon? Okay. Es geht um die Initiative für nachhaltige und faire Ernährung. Und im Bereich nachhaltige Ernährung ist es bisher vor allem um Bio, regional und saisonal gegangen. Aber noch recht wenig von vegetarisch und vegan, also pflanzlich. Obwohl viele Studien zeigen, dass eigentlich mit vegetarisch und vegan viel mehr rausgeholt werden kann. Punkto Tierschutz, punkto Umweltschutz. Ich weiss, ich bin vegetarisch. Ah, ja, das ist super gut. Und diese Initiative fordert jetzt, dass in öffentlichen Kantinen das vegetarische Angebot gefördert und ausgeweitet wird und es so täglich vegane Optionen gibt. Ja, danke vielmals. Basel, Riechen oder Bettigen? Basel. Okay. Das ist auch ein bisschen gut, um Diskussionen in die Runde zu bringen. Das sage ich auch immer, ja. Vor allem eben, wie viel Mais zum Beispiel produziert wird oder für eine Kuh drauf geht, genau. Dass schlussendlich ich eine Portion Fleisch habe. Ja, richtig. Ja. Ja. Oder es wird als Schweizer Fleisch auf dem Markt verkauft, obwohl es eigentlich aus brasilianischem Soja besteht, wo Regenwald für abgeholzt worden ist. Ich finde es eine gute Sache, solange es eine Alternative ist und nicht einfach andere Ernährungsformen ersetzen tut. Also, dass man nichts aufzwungen kriegt. Ja. Was halten Sie so von Veganern? Ich habe es mal eine Woche versucht. Aber habe es nach 3 Tagen leider schon nicht mehr durchgehalten. Warum? Ich bin betrunken und ein bisschen abgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich finde es eigentlich auch eine gute Sache, dass das Angebot erweitert wird. Auch für Leute, die vegan sind, kann das doch auch schwierig sein, wenn sie in einer Mensa oder so etwas gegessen haben, was ich so gehört habe bis jetzt. Also so etwas für sich, könnten Sie sich vorstellen, vegan zu leben? Nein, ich esse eigentlich zu gern Fleisch. Wir sind natürlich realistisch. Vermutlich sind die Chancen an Urnen zum aktuellen Zeitpunkt schon noch eher gering. Aber wir wissen von vielen historischen Beispielen, meine, Sachen wie das Frauenstimmrecht zum Beispiel, ist mehrmals abgelehnt worden an der Urne, bis es nein ist durchgekommen ist. Da gibt es viele Beispiele und ich glaube, je früher man anfängt, desto schneller hat man dann auch eine Chance, mal durchzukommen. Seid ihr in Basel-Stadt stimmberechtigt? Ja. Schon? Cool. Hinter der Initiative steht die Gruppe Sentience Politics. Ein Projekt der Giordano Bruno Stiftung Schweiz. Eine Denkfabrik für Humanismus und Aufklärung. Sentience Politics setzt sich ein für die Anliegen aller empfindungsfähigen Wesen. Für Mensch und Tier. Punkt Klimawandel hätte man vielleicht grafisch noch etwas mehr herausholen können. Man zeigt, dass auf der Ernährung 30% der Emissionen entfallen, auf Wohnen und Verkehr nur 20%. Aber die Massnahmen, die politischen, sind im Moment beim Wohnen und beim Verkehr konzentriert. Ich glaube, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Unser Ansatz ist der, dass wir möglichst viel bewirken wollen. Und wenn man einfach schaut, wie es quantitativ ist, zahlenmässig, dann scheint der Ernährung extrem viel auf dem Spiel zu stehen. Also, ein durchschnittlicher Fleischesser konsumiert etwa 1000 Tiere während dem Leben. Und eben, das sind 1000 Tiere. Also, es ist tierschutzpolitisch sehr relevant. Und es sind ja Unmengen von CO2-Emissionen. Und weil man in diesem Bereich so viel bewirken kann, mit so wenig eigentlich, und weil es vernachlässigbar ist, haben wir gedacht, möchten wir dort tätig werden. Aber Sie sagen, man kann am meisten rausholen bei der Ernährung, aber für den Einzelnen ist es ein extremer Verzicht, gar keine tierischen Produkte mehr zu sich zu nehmen.
Ja, ich glaube, das ist die aktuelle Wahrnehmung. Ich meine, das habe ich auch gedacht, bevor ich vegetarisch oder vegan geworden bin. Aber als ich gesehen habe, wie breit die Produktepalette schon ist, da ist mir schon von den Augen gefallen. Ich dachte, das ist eigentlich überhaupt oder also vernachlässigbarer Verzicht, wenn man sich mal daran gewöhnt hat. Und dann weiter würde ich sagen, es ist nicht ein Alles oder Nichts. Es ist nicht eine schwarz-weisse Frage. Sondern wenn man zum Beispiel schon nur ein Hühner- oder Rindfleisch weglässt oder Vegetarier wird, ich meine, vegetarisch kann man sich wirklich problemlos überall ernähren, dann bewirkt man schon 80% von jemandem, der jetzt einfach eine vegane Ernährung hat. Und das ist ja überhaupt nicht ein schwarz-weiss, sondern man kann mit wenig Aufwand, denke ich, viel bewirken, auch wenn man nicht verzichten will. 80% von was? Vom Impact punkto Umwelt. Also wenn man sich anschaut, um wie viel Prozent nachher CO2-Emissionen zurückgehen oder wie viel Prozent weniger Tiere, das man konsumiert und letztlich tötet. Für die Initiative von Sentience Politics erhielt Adriano Manino diesen Frühling von der Gruppe IG Freiheit den rostigen Paragraphen. Für das dümmste Gesetz des Jahres. Ja, mit Humor. Ich glaube, anders kann man den Preis gar nicht nehmen. Für IG Freiheit, vielleicht ein besserer Name wäre IG meine Freiheit. Ich meine, wenn man ein Mindset hat, wo man denkt, dass also die eigene Freiheit einschränkt, dann wie legitim ist, weil man nicht über eine Nasenspitze rausdenkt, dann kommt es halt zu solchen Preisen. Ja, doch, wir haben es mit Humor genommen. Es war eine angeregte Diskussion mit dem Filippo Leutenegger und anderen. In einem Talk auf Tele Basel erhält Adriano Manino eine unerwartete Einladung. Die Einladung zum Besuch eines Schlachthauses. 4-9% noch bei Bewusstsein sind nach dem ersten Bolzenschuss. Auch wenn man jetzt journalistisch oder so anfragt, darf man das mal anschauen oder darf man Studien durchführen, dann hat man häufig, dann bekommt man einen negativen Bescheid und dann fragt man sich natürlich schon, warum. Sind wir eingeladen, zum Studium zu machen. Vielen Dank. Hi, Pat. Ja, wir haben Hunger. Ja. Am Anfang bin ich ein bisschen verschrocken und dachte, kann ich sie überhaupt noch einladen oder nicht, die Jungen? Was muss ich jetzt kochen? Was darf ich nicht mehr? Das ist vor allem auch noch. Aber ich habe dann gleich mal gemerkt, wenn man sich damit beschäftigt, ist sehr spannend. Die grosse Herausforderung ist zum Beispiel Weihnachten. Und an Weihnachten ist die ganze Familie zusammen. Und traditionellerweise soll ich dann kochen. Es ist natürlich das Gestürm losgegangen. Was koche ich jetzt, um Himmels Gottes Willen? Es muss ja vegan sein. Aber wir haben ja noch eine andere Tochter, die ist nicht vegan. Wie machen wir es jetzt? Und dann habe ich aber gefunden, okay, jetzt machen wir ein veganes Menü. Da haben wir dann etwas ausgedacht. Auch im Internet kann man ja recherchieren. Das ist ja wie ein offenes Buch. Und dann hatte ich eigentlich ein gutes Menü gehabt. Was für alle. Es hat als Vorspeise Mango gegeben, mit fein geschnetzelten Schalotten und Orangenöl dran. Das ist eine perfekte Vorspeise, ganz etwas Einfaches. Und dann hat es dann einfach Pilzrisotto gegeben. Und zum Dessert habe ich eine vegane Schokocreme gemacht. Drei Generationen, zwei sehr unterschiedliche Lebens- und Ernährungsweisen. Das Kind ist zu weg, das sieht man dem ja schon an. Was ich mir einfach überlege, ist, wie geht es weiter? Was ist, wenn Melinda an den Kindergeburtstag eingeladen ist? Was ist, wenn sie herausfindet, dass andere Weihnachtsgutes, die mit Anke gemacht sind, eben auch noch gut schmecken? Später wird sie dann denken, auch an den Kiosk können gehen, wenn sie mal ein bisschen Sackgeld hat. Alles, was man verbietet, ist ja auch sehr attraktiv für kleine Kinder. Ich weiß es noch nicht. Ja, wir haben natürlich auch nicht vegane Sachen da, oder, wo sie vielleicht halt einmal zulenkt, wenn sie grösser wird. Ich würde nicht immer sagen, nein, du darfst nicht. Das gibt dann vielleicht ein bisschen Konflikt, weiss ich noch nicht, aber das warten wir mal ab. Es soll kein Leidensdruck fürs Kind entstehen daraus. Das ist, denke ich, ganz wichtig, oder? Also wenn jetzt eine Situation würde entstehen in der Schule, wo sie ausgelachen würde. Also mir ist beigebracht worden, man tut nicht ein anderer Mensch, haben sie nur, weil er anders ist. Und da müsste man dann wirklich halt auch, wenn es gravierend würde, Lehrer und Eltern zuziehen und einfach sagen, sie ist wegen dem kein Alien. Sie ist ein ganz normales Kind, das halt einfach auf ihre Art ernährt wird. Wir lachen die anderen ja nicht aus, weil die Fleisch essen. Das ist denen ihr Leben und unser Leben ist unser Leben. Oh, voilà.
Und das willst du anziehen? Komm, ich ziehe das an, Schatz. So geht's nicht, schau. So. Ja, ich habe die Aufgabe. Ein Schlachthaus im basel-landschaftlichen Gelterkinden. Hierher bringt der Bauer seine Tiere noch selber. Die Anfahrtswege sind kurz. Die Tiere stammen alle aus artgerechter Haltung. Es ist 6 Uhr in der Früh. Adriano Manino hat die Einladung angenommen, die Metzgermeister Martin Zimmermann in jenem Fernsehtalk bei Tele Basel ausgesprochen hat. Das Kälbli, wenn es aber reinkommt, ist halt gleich noch etwas Herziges, trotzdem. Tut Ihnen heute noch ein bisschen weh? Es tut einem nicht weh, aber es ist, wie soll ich sagen, eine Zweckhandlung. Aber es ist doch irgendwie, ist es für Sie eine Arbeit wie jede andere? Man muss die Arbeit so anschauen, dass man muss die respektvoll angehen. Weil es ist ein Lebewesen und das hat einen gewissen Respekt und einen Anstand verdient. Und so muss man umgehen mit diesen Tieren. Mit dem Bolzenschuss wird das Tier lediglich betäubt. Danach haben die Metzger 20 bis 30 Sekunden Zeit, das Tier mit einem Schnitt durch die Kehle ausbluten zu lassen. A ist die Vorschrift. B könnte es so sein, dass das Bewusstsein, bis es ausblutet ist, ist ja immer noch möglich, dass das Tier zu Bewusstsein kommt. Und darum muss das schnell gehen, damit das Blut relativ schnell rausläuft und dann auch der Tod eintritt. Dass es keine Schmerzempfindungen geben kann. Die Aufregung besteht eigentlich nur in dem, dass der Transport ist, wo sie nicht gewohnt sind. Und eine Umgebung, wo sie reinkommen, wo nicht gewohnt ist. Und sonst denke ich nicht, dass es eine grosse Veränderung ist. Also auch die Gerüche und meine, ja, sicher, eben, die ungewohnte Umgebung. Ich meine, ein Stall schmeckt anders als ein Schlachthaus, oder? Das ist ja ganz klar. Und wenn wir noch jemand anders ankommen, den wir nicht kennen, sind wir auch ein bisschen unsicher, oder? Oder verängstigt, je nachdem. Das ist das Ganze, ich meine, die ganze Atmosphäre, dass das einfach völlig normal ist, oder? Dass es institutionalisiert ist, dass es tagtäglich passiert, dass es nicht aufhört, dass man akkord. Und dann kommt der nächste Transporter und das nächste Tier, das gerne raus will, das gerne weiterleben will und durch die Gänge gezwängt wird. Und ja. An diesem Morgen werden hier in diesem Familienbetrieb 25 Schweine geschlachtet. Ihnen sind 3 Kälber und ein Rind vorangegangen. Pro Jahr werden in der Schweiz laut Proviant 64 Millionen Tiere geschlachtet. Thank you.
Die Betäubung der Schweine erfolgt mit der Elektrozange. Nach dem Ausbluten werden sie gebrüht und entharrt. Es ist extrem schwer. Historisch hat es immer wieder so Sachen gegeben, die einfach gesellschaftlich gewachsen sind und in der Mitte der Gesellschaft waren. Und weil sie normal sind, kann sie gar niemand wirklich hinterfragen. Und wenn man einfach ein bisschen würde abstrahieren davon, dass man mit dem aufgewachsen ist und es als normal sieht, dann glaube ich, hat man viel weniger Mühe, einzusehen, dass das ein extremes Problem ist. Und ich gehe stark davon aus, dass wenn wir mit ziemlichem historischem Abstand auf das werden schauen können, dass wir nachher mit ähnlichem Schrecken auf das werden schauen, wie wir heute vielleicht auf die Sklaverei zurückschauen. Ihr habt ja jetzt doch euch selber überzeugen können, dass kein Leid stattfindet. Ja, also die sind eigentlich normal, bewegen sich die und verhalten sich auch normal. Aber die würden sagen, dass ihr am Tier Schaden zufügt? Ja, und dir in diesem Sinn wird der Schaden zugeführt. Dann ist natürlich einfach die Frage, tut man das Tier auf das Niveau des Menschen stellen? Ja. Dann tut man in dem Sinn, wie ihr das argumentiert, am Tier auch den Schaden zufügen. Und ich tue das halt ein bisschen anders sehen und tue das Tier eben nutzen. Es hat einen weiteren Nutzen. In dem Sinn ist der Schaden im begrenzten Rahmen. Aber wieso seht ihr so einen krassen Unterschied? Ich meine, wir Menschen sind auch Tiere. Wir sind nicht vom Himmel oben runtergefallen, sondern wir sind evolutionäre Verwandte von den Tieren. Ich habe hier gerade kürzlich zu diesem Thema mit dem Fahrer diskutiert und habe gesagt, du, wie siehst du das? Darf man das überhaupt nicht? Gesagt, in der Bibel steht nie, dass man das nicht darf. Wir als Menschen, vielleicht klingt das in euch noch ein bisschen überheblich, dürfen das, was es auf der Erde gibt, nutzen. Also machen wir doch das. Es gibt weit und breit kein Argument. Das ist in unserem traditionellen Weltbild drin, dass der Mensch hier ist, wo alle anderen Tiere hier. Aber wir wissen schon lange, dass der Mensch auch ins Tierreich hineingehört. Und ich habe noch kein Argument gehört von niemandem und von euch auch nicht, warum der Mensch einfach hier sein sollte. Dann tun wir einfach morgen am Boden rumkraxeln. Nein, dann tun wir von morgen an allen ein Lebensrecht zugestehen. Corinna und Daniel Pfister haben sich für diesen Weg und damit für ein veganes Leben entschieden. Also wir sind nicht die besseren Menschen in diesem Sinne. Wir haben einfach eine Entscheidung getroffen und die ist besser. Wir gehen mit diesem Gedanken vielleicht mit einem gesünderen Gewissen schlafen.